Hallo. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz melden zu dem Thema, dass der Verwaltungsgerichtshof Osnabrück wenigstens bei einem Urteil jetzt festgestellt hat, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht verfassungswidrig war. Und zwar haben die festgestellt, jetzt haltet euch fest, das wird vielleicht für euch eine ganz neue Information sein, dass das RKI gar nicht neutral ist, dass das von der Regierung, also haltet euch fest, das macht euch echt fertig. Das ist jetzt eine ganz neue Information. Ja, und sie haben auch festgestellt, dass die Corona-Impfung überhaupt nicht zu einer sterilen Immunität führt. Also sowas. Ich kann euch sagen, das waren genau die Dinge, die ich dem Gesundheitsamt geantwortet habe, als diese mich aufgefordert haben, ich soll mich Corona impfen, weil ich vulnerable Gruppen habe, die ich betreue. Neugeborene, Schwangere, Wöchnerinnen. Ach Leute, es kommt doch alles Stück für Stück raus. Und haben wir es nicht alle gewusst? Liebe Grüße von mir.